Gestern kam relativ überraschend der Trailer zu Tarkov Arena. Was das ist, was es damit auf sich hat, wie das aussehen wird, schauen wir uns heute an. Außerdem die Frage, ja, aber was ist denn jetzt mit Lighthouse, Expansion, Wipe, Trader? Wissen wir da mehr? Diese Themen in heutigen Tarkov News. Moin Leute, ich bin gerade in Umzugsvorbereitung, deswegen sehe ich vielleicht ein bisschen zersaust aus. Ist auch ein kleines Major passiert. Aber ja, gestern haben wir voller Spannung auf dem Kanal von Battlestar Game gewartet und dann kam der Arena-Modus. Hat viele überrascht, mich persönlich auch. Wir haben eigentlich mit irgendeinem Teaser gerechnet für Streets oder neue Map oder Event oder was auch immer und dann plötzlich kam der Arena-Trailer. Geh mal kurz durch zu allem, was wir wissen. Ich lasse den Trailer nebenbei laufen. Also, die Idee, es soll für Competitive Games sein. Weil aktuell das Problem in Tarkov ist wirklich, wie misst man Skill, weil alles ist so variabel und man hat es auch bei den Invasion-Turnieren gesehen, es war nicht gerade viel Action am Start, weil eben, ne, du weißt nie, wo was ist, aber mit einem Modus wie dem hier, 5 gegen 5 zum Beispiel, kann man sehr gut auch Skill messen, Matchmaking machen und so weiter und so fort, also dafür wurde das designt. Es wird Session-based sein, das bedeutet, man hat halt gewisse Runden, zum Beispiel wie in Valorant dergleichen. Der Erste, der 13 Runden gewonnen hat, gewinnt. Weiß ja nicht, ob es 13 sind, vielleicht weniger, aber ihr wisst, was ich meine. Es hat einfach eine Session, so und so viele Wins und dann hat man gewonnen und dann ist vorbei. Also die Runde ist dann vorbei. Das Ganze wird eine eigene Infrastruktur haben, heißt eigene Server, eigene Datenbanken und so weiter und so fort. Also komplett losgelöst vom Main Game. Ja, man kann das auch einzeln kaufen, einzeln spielen, man braucht Tarkov nicht dazu. Es wird auf mehreren Karten sein, aktuell haben wir nur eine gesehen, aber das wird auf mehreren dann sein. Das wird wahrscheinlich für jede Karte so einen kleinen Bereich geben, wo man diese Fights austragen kann. Es wird verschiedene Game Modes geben, zum einen PvP, Capture the Flag, Team Deathmatch, Zonenkontrolle und so weiter, aber auch PvE. Das könnte dann sowas sein wie alle Bosse spawnen gleichzeitig, ich glaube sowas hat er mal erwähnt in einem Podcast, Nikita. Dass alle Bosse gleichzeitig spawnen und ihr müsst zu 5 versuchen, die möglichst schnell über den Haufen zu schießen. Also wird auf jeden Fall sehr interessant mit den ganzen Game-Modis. Und eben, es wird wahrscheinlich ein MMR geben, also Matchmaking. Weil eben, hier kann man wirklich Skill messen dann. Denn im Endeffekt, wenn das dann so ist wie Counter-Strike oder Valorant, wo man eine Economy hat, heißt, ihr habt eine gewisse Menge Geld am Start der Runde, kriegt Geld als Reward für gewisse Aktionen und so weiter, dann starten alle gleich und dann kann man effektiv ein Matchmaking machen, weil dann kann man Skill tatsächlich auch messen. Es wird tatsächlich eine Connection zum Main Game geben und da ist ein bisschen die große Frage, wie sie das machen wollen. Da sind viele Fragezeichen. Man soll mit dem Main Character spielen können. Da ist natürlich die Frage, ja, aber wie sieht denn das aus mit Skills oder dergleichen? Wenn jemand Arena spielt, hat er dann Strength Level 1 und dann kann ich mit meinem Strength Level Max Character in Arena gehen und da Leute über den Haufen ballern. Wie sieht das aus? Ich glaube schon, dass es nicht so sein wird. Vielleicht ist es nur die Optik, wir wissen dazu einfach noch zu wenig, da werden wahrscheinlich dann irgendwann die Tage oder Wochen ein paar Informationen kommen, wie sie das angedacht haben, was sie damit meinen, dass man mit seinem EFT-Charakter in Arena spielen kann und sogar scheinbar Gear mitbringen kann, da bin ich sehr gespannt, was sie damit meinen. Eben das Spiel wird gratis sein für alle EOD-Besitzer, alle anderen müssen das als DLC dann noch kaufen. Und dann natürlich die große Frage, ja, wie sieht's aus vom Schedule? Testing geht erst im Herbst los. Bedeutet, das werden wir nicht vor Weihnachten sehen. Ziemlich sicher nicht. Das wird wahrscheinlich erst gegen Weihnachten kommen. Und eben, ich denke, es ist auch noch zu früh. Es sind so viele Fragen offen. Zum Beispiel im Trailer sieht man einen Rennen viel schneller als alles, was ich bisher gesehen habe in Tarkov. Der rennt unglaublich schnell. Heißt, stellt die Frage, ja, wie sieht das aus mit Skills? Sind die deaktiviert? Ist Inertia deaktiviert? Oder wie sieht das dann aus in Arena? Das sind viele Fragen, die offen sind. Ich denke, es macht keinen Sinn, jetzt schon zu spekulieren und dergleichen oder Vermutungen anzustellen. Wir müssen einfach warten. Die nächsten Tage, Wochen werden bestimmt Informationen rausgegeben und es kommen dann auch bestimmt nach den Tests nochmal haufenweise Erkenntnisse, die eventuell das Spiel nochmal verändern. Weil es ist noch eine Weile, bis das rauskommt, definitiv. Erinnert euch, letztes Jahr im Sommer wurde Streets geteased und na, Streets ist immer noch nicht da. Aber nur so als Reminder, nicht irgendwie den Kopf verlieren. Das kann noch eine Weile dauern, keine Sorge. Also. Aber viele haben sich natürlich auch gefragt, ich inklusive, ja, was ist denn jetzt mit dem Rest? Was ist mit Lighthouse? Gehen die Events weiter? Ich denke, ja, ich persönlich glaube, BSG ist ziemlich gut im Marketing. Ich persönlich glaube, sie haben uns ein bisschen gebaitet, damit möglichst viele Augen auf Arena fallen. Damit sie das halt ein bisschen hypen können.
Deswegen haben sie da uns wahrscheinlich ein bisschen gebaitet mit Lighthouse und alles. Aber ich denke, die Questline geht weiter. Ich denke, das ist unabhängig. Also wir werden die Tage wahrscheinlich wieder eine neue Mission kriegen. Und das wird wahrscheinlich unabhängig weitergehen. Und irgendwann sehen wir dann da die Expansion für Lighthouse. Eben mit Ripe oder ohne sehen wir dann. Einfach ein Ding, was ich persönlich, was wir gestern noch im Chat diskutiert haben, was mir persönlich schwer durch den Kopf geht, ist Folgendes. Tarkov aktuell, eben bei Wipe ist immer viel los und danach geht es relativ schnell nach unten. Ich höre von sehr vielen Leuten, die können keine Missions mehr machen, weil Woods Shoreline ist einfach, abgesehen vom Resort, ist nichts mehr los. Shoot Upon Heaven kannst du vergessen, Reserve ist tot. Labs habe ich gestern alleine gespielt, den ganzen Abend an einem Freitagabend und das auf Auto-EU. Also es ist nicht mehr so viel los, es ist aber normal, einfach nach einer gewissen Zeit im Wipe ist einfach nicht mehr viel los, außer vielleicht Customs und die Hotspots. Und wenn wir jetzt schauen, die Leute, die jetzt noch Tarkov spielen, das sind so ein bisschen hauptsächlich die PvP-Leute. Gerade die viele Streamer, die gehen einfach meistens einfach Dorms, haben ihr PvP und dann gehen wieder raus. Also Looten und so ist Nebensache aktuell, weil man einfach alles hat. Wenn jetzt Tarkov Arena kommt, hat das riesen Vorteile für das Game, aber auch ein paar Bedenken meinerseits. Zum einen, viele Leute, die Competitive-Spiele spielen, sei es Rainbow Six, sei es Valorant, sei es Counter-Strike und so weiter, die haben einfach keinen Bock, 200 Stunden zu grinden, damit sie halbwegs competitive sein können gegen eben halt dicke Boys und dergleichen. Aber für die wird Arena super, weil dann können die Leute, ohne Stunden vorher reingrinden zu müssen, überhaupt spielen zu können, können die Tarkov erleben. Ich denke, das wird zu einer massiven Zunahme führen an Hype für das Game, an Bekanntheit, von Tarkov allgemein und Spielerzunahme und so weiter. Also potenziell, weil man kann dann am Wochenende so ein paar Runden machen, wieder off gehen, nächste Woche wieder on gehen und man hat keinen Nachteil, man verliert nicht den Anschluss, nix. Das ist auf jeden Fall super interessant. Meine Bedenken aber mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass halt nicht mehr so viel los ist gegen Enderwipe und die Leute, die noch da sind, sind hauptsächlich für einfach PvP da. Wenn jetzt etwas kommt, was das PvP in dem Sinne ersetzt, sagen wir ja, wir haben jetzt noch 30.000 aktive Spieler, würde etwa hinkommen mit den Google Trends Analysen und so. Wenn jetzt ein Drittel von denen dann auf Arena wechseln, weil da haben sie ihr PvP auch, und looten tun sie sowieso nicht mehr, dann nimmt die Spielerzahl im Main Game drastisch ab. Heißt dann noch leere Server. Das ist, was mir ein bisschen Angst macht sozusagen, wie der Einfluss sein wird auf das Main Game. So, werden die Leute das noch so spielen wie jetzt oder werden die dann hauptsächlich einfach auf Arena rumballern? Das ist die große Frage. Eben, ich will nicht irgendwie Panik machen. Ich bin mir sicher, PSG ist sich dem auch bewusst und ich bin mir sicher, die arbeiten an einer Lösung. Ansonsten sieht es echt super aus, sieht vielversprechend aus. Es sieht nach etwas aus, was sehr, sehr groß werden könnte, potenziell sogar größer als das aktuelle Spiel. Aber eben, wir wissen noch nicht allzu viel davon. Ich würde davon abraten, jetzt schon zu groß zu spekulieren. Es bringt nichts. Warten wir einfach, bis Nikita oder Bellstate uns weitere Infos gibt oder uns dann zum Testen einlädt im Herbst. Es wird geschlossen sein, das Testen. Heißt, wenn ihr dabei seid, kriegt eine Einladung. Könnt ihr nicht einfach mitmachen. Vielleicht muss man sich sogar bewerben, werden wir sehen. Und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, es sieht cool aus. Es sieht vielversprechend aus. Könnte was richtig Großes werden. Mal schauen, wie sie es umsetzen. Das zudem, eben, ist eigentlich gar nicht so viel, was wir wissen. Einmal so, ich wollte kurz alles auf den Tisch legen, meine Gedanken dazu und das war's. So, ich muss ein paar Möbel zusammenlegen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde wahrscheinlich noch einen Stream machen am Wochenende, weiß noch nicht wann. Also auf jeden Fall auf Twitch ein Follow da lassen, dann seht ihr, wann ich online gehe, weil ich weiß selber noch nicht. Und ansonsten, hey, viel Spaß, schönes Wochenende.